So, Kossen Huka hat ein Video hochgeladen. Top 5 Pfeifen 2022. Meine Auswahl für euch. Und was der Daniel sich da für uns ausgesucht hat, das wollen wir wissen. Gucken wir mal rein. Moin Leute, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Zurück zu Kossen Huka. Mein Name ist Daniel und ich stelle euch heute meine Top 5 Pfeifen für dieses Jahr vor. Viel Spaß nach dem Intro. Ich bin mal gespannt, was er genommen hat. Ist zu leise? Ja, Desktop-Audio ist für euch noch viel zu leise. Achtung, jetzt ist lauter. Ja, es sind natürlich nicht alles Pfeifen aus diesem Jahr. Allerdings sind das die Pfeifen, die ich momentan am meisten rauche. Okay, das war schon mal die erste wichtige Frage, die mir natürlich kam. Sind das jetzt Pfeifen aus 2022 oder sind es Pfeifen, die er in 2022 immer noch empfiehlt? Und es sind Pfeifen, die er immer noch jetzt empfiehlt. Heißt aber nicht, dass die Pfeifen von diesem Jahr sein müssen. Die ich am liebsten habe. Oh, Digga, ich sehe gerade hier die Versa in Full Black mit dem roten Mose Perfect Fit. Sehr, sehr geiles Ding. Aber das triggert mich ja geisteskrank, dass die rote hier drauf ist und nicht hier drauf. Das wäre so geil abgestimmt hier. Aber hat Daniel viel, ne? Guck mal, hier ist auch das Gelbe. Ja, egal. Wir driften eventuell vom Thema ab. Und ich will euch heute einfach mal zeigen, was bei mir so am meisten geraucht wird. Ich habe noch eine Pfeife quasi extra, die nicht im Ranking mit drin ist. Ansonsten sind das alle Pfeifen, die ich momentan so am meisten rauche. Genau, und zu dieser Honorable Mention, die nicht in der Liste drin ist, kommen wir natürlich ganz zum Schluss. Vielleicht können sich der eine oder andere denken, was es sein wird. Wir starten jetzt aber als... Weiß ja noch nicht, was die ersten fünf sind. Das allererstes Mal mit Platz 5. Und zwar auf Platz 5. Eine Pfeife, die oft bei mir im Hintergrund steht, die ihr gar nicht so oft seht, vielleicht auch nicht in den Streams, ist die Geometry Mini Bro. Das ist eine Pfeife aus Russland im Steckpfeifendesign, sage ich mal. Hier noch auf der Standard Ball mit Edelstahlbase, mit Sleeve aus Epoxidharz und Holz. Sehr, sehr nice Pfeife, muss ich sagen. Ist zwar unfassbar teuer für eine, ja, Steckpfeife, aber die kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der mal etwas anderes. Also wenn ich 5 Pfeifen aussuchen müsste, dann wäre eine Geometry auf jeden Fall nicht dabei. Aber ist ja immer Geschmackssache. Ich will nicht den Daniel diskreditieren. Ich will nur sagen, ich hätte eine andere Meinung. Anderes will als Breeze oder Penta oder Versa oder sonst was. Es ist wirklich was Besonderes. Sehr schwer, sehr wuchtig, gut verarbeitet. Eine der bestverarbeiteten russischen Pfeifen, die ich je gesehen habe. Gibt es auch in der Größe. Hub. Hub-Huka sind für mich die am schönsten verarbeiteten Pfeifen aus Russland. Und in einer noch größeren Version, ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblingssteckpfeifen, wenn es ums Thema russische Pfeifen geht und vor allem auch, wenn es um kleine Steckpfeifen geht, die einfach mal schön auf dem Schreibtisch stehen können. Sehr, sehr nice. Blow-off von hier oben nach unten. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich liebe diese Pfeife und würde sie so nicht mehr abgeben wollen. Kommen wir auf Platz 4 und da ist bei mir die Mose Verity. Sehr nachvollziehbar. Sehr, 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 sehr nachvollziehbar. Hier in der Squad-Variante, also mit 4 Anschlüssen, kam vor kurzem erst raus. Ich muss sagen, ich habe mich in die Pfeife einfach verliebt, weil sie so variabel ist. Ich kann sie, deswegen heißt sie auch Verity. Ich kann sie mit 4 Leuten rauchen, ich kann sie mit einer Person rauchen, ich kann sie groß, klein bauen, auf die Originalbowl bauen. Ich denke, ihr habt das Video zur Verity schon gesehen. Allgemein alle Pfeifen, die ich hier heute vorstelle, sind auch als Video auf dem Kanal drauf. Ich habe hier die schwarze Variante. Es gibt auch noch eine Edelstahl-Variante. Die hier ist natürlich auch aus Edelstahl, aber sie ist halt eben schwarz gehalten. Ich muss sagen, eine super, super schöne Pfeife und jeder, der eine Verity hat, wird mir, denke ich, zustimmen, dass das so ein bisschen der, ja, große Bruder der Mose Breeze 2 ist. Ja, irgendwie schon. Es ist einfach eine sehr, sehr krasse Pfeife, muss ich sagen. Da hat sich Mose wirklich Gedanken gemacht und hat etwas sehr Variables rausgebracht. Das Einzige, was ich mir vielleicht noch hier gewünscht hätte, ist, dass man sie nicht immer umbauen muss, wenn man dann mal die Blows verändern will. Aber man hat natürlich hier tausende Möglichkeiten, wie man die Pfeife anpasst und so weiter und das steht für mich auf jeden Fall im Vordergrund. Die Mose Verity für ca. 170 Euro, glaube ich, gibt es sie bei der Mose-Seite. Wenn ihr da Bock drauf habt, guckt da gerne mal rein. Sehr, sehr nice Pfeife, kann ich jedem empfehlen. Kommen wir auf Platz 3 und da ist die Pfeife, die ich gerade rauche. Deswegen kann ich die euch jetzt ganz schwer zeigen. Ich werde sie aber trotzdem mal kurz hochheben. Und zwar ist das die Viro Spectre. Oh, ja. Eine neue Pfeife aus dem Hause Viro. Die wurde auf der Shisha-Messe 2022 vorgestellt. Wir hatten sie schon ein paar Tage vorher, haben für euch schon das Video gemacht. Auch da guckt gerne mal das Video an. Ich finde für 160 Euro eine der besten Viro-Pfeifen, die jemals auf den Markt gekommen ist. Im Vergleich zur Penta ist natürlich von der Optik immer da. Allerdings hast du hier die Möglichkeit, unter 17 verschiedene Blow-Offs einzustellen, durch einfaches... Plus noch mehr, wenn du die Versa-Sleeves, also die ganzen Mods, die es halt für die Versa gibt, dazu rechnest, ne? Das Drehen an dem Teller und an der Base während dem Rauchen, was sehr, sehr genial ist. Du musst die Pfeife nicht umbauen. Genau der Kritikpunkt, den ich vorher bei der Verity hatte. Optisch mega krass. Du kannst die ganzen Sleeves der Versa benutzen, auch natürlich die neuen Sleeves der Spectre. Du kannst die Pfeife umbauen, wie du willst. Du kannst auch sie klein und groß bauen. Hast tausende Möglichkeiten, die Pfeife aufzubauen und das finde ich sehr, sehr geil. Gerade für das Preissegment zu 160 Euro einfach nur genial. Rauchverhalten auch super. Ich rauche die Pfeife momentan nur noch. Eine der geilsten Viro-Pfeifen, wie ich eben sagte, die aktuell so auf dem Markt ist und kann ich jedem empfehlen, der Bock hat, sich eine neue Viro zu gönnen. Ja, sehe ich genauso. Kommen wir auf Platz 2 und da ist bei mir die Case. Auch wirklich, also die Jungs haben da wirklich gute Arbeit geleistet. Die Case-Pfeife ist
Nice. Habe ich auch. Ich habe die letztens irgendwann im Stream geraucht und ich hatte direkt wieder Bock. Und dann musste ich mich aber zwingen, eine andere Pfeife zu nehmen, weil ich will ja nicht jedes Mal im Stream dieselbe Pfeife rauchen. Ich will euch ja auch mal was anderes zeigen. Und deswegen habe ich heute auch mal wieder die Kaif genommen. Hatten wir nämlich auch schon lange nicht mehr. Brit in der Steel-Variante, eine Steckpfeife. Aber ich finde auch nur in der Steel-Variante. Mit Pom hat die mich nicht so krass abgeholt, aber seit es das Steel-Aufrüst-Kit gibt, finde ich die wirklich tausendmal geiler. Von den Jungs von Ayosha und Yannick, sehr, sehr krasses Modell, was sie da auf den Markt gebracht haben. Steckpfeife mit einem Anschluss, lounge-mäßig angelehnt. Kleines Sleeve, was man changen kann in verschiedenen Farben. Ansonsten super, super simpel, aber vom Rauchverhalten einfach nur genial. Ich liebe diese Pfeife. Preislich liegt die bei 189 Euro mit der Pom-Base, also aus Kunststoff. Ihr könnt aber auch für, ich glaube, 230 Euro das Steel-Kit direkt bestellen. Da kriegt ihr dann die Edelstahl-Base und auch dieses Stück Rauchsäule noch in Edelstahl mit dazu. Ich finde, das ist eine super geile Pfeife. Ich rauche die super gerne. Momentan eine vielleicht meiner liebsten großen Steckpfeifen, die bei mir so im Schrank sind und würde ich nicht mehr drauf verzichten wollen. Case Grill auf jeden Fall bei mir auf Platz 2. So, jetzt Platz 1. Da bin ich gespannt. Bevor es auf Platz 1 geht, dann jetzt nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr Bock habt und euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Unten einfach auf Abonnieren klicken würde, den Kanal mega unterstützen. Abonniert habe ich doch schon, lieber Daniel. Habe ich doch schon. Aber einen Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir auf Platz 1 und da ist bei mir... Ach, wild. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also ist eine geile Pfeife, aber wild, dass die auf Platz 1 von den Top 5 Pfeifen beim Daniel ist. Ist auch geiles Teil. Die Stimulation Pro X Prime der zweiten Generation. Eine Pfeife, auf die ich sehr, sehr lange gewartet habe, weil die erste Generation mir schon mega gut gefallen hat. Die zweite hat noch mehr Features. Natürlich unter anderem das Klicksystem von Stimulation, was jeder kennt. Wir haben eine 360 Grad drehbare Base. Wir haben einen Anschluss, wo wir den Durchzug verstellen können. Eine Tauchrohrlängenverstellung, Diffuser, der überarbeitet. Hellerschliff haben wir auch noch. Wurde und so weiter und so fort. 25% mehr Durchzug im Vergleich zur ersten Generation. Und die merkt man. Einfach eine perfekte Lounge-Pfeife, so wie ich sie mir immer von Stimulation gewünscht habe. Und sie haben es endlich geschafft, mich zu überzeugen, dass das Ding... Endlich geschafft, mich zu überzeugen. Also, Daniel ist doch schon lange Stimu-Fan. Also, nachvollziehbar. Aber... Ja, okay, verstehe ich. Meine fast meistgerauchte Lounge-Pfeife überhaupt hier in dem Regal ist und das ist wirklich genial. Ich liebe Stimulation für die Produkte, die sie rausbringen, aber das ist wirklich das Produkt, worauf ich sehr, sehr lange gewartet habe. Stimulation Pro X Prime, zweite Generation bei mir auf Platz 1. Aber was wäre das Video ohne eine Pfeife zu erwähnen, die momentan, oder was heißt momentan, seit den letzten 3 Jahren mich begleitet, unser Kanal. Die Breeze, maybe? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was kommt. Und immer bei mir irgendwo im Kopf die Platz 1 sein wird. Und zwar ist das die Aeon Edition 4 Lounge. Ah, okay. Es ist einfach meiner Meinung nach die mit perfekteste Lounge-Pfeife, die jemals auf den Markt gekommen ist. Also, Aeon Edition 4 Lounge ist Killer. Geisteskrank. Super Pfeife, immer noch. Die Pfeife ist 3 Jahre alt und immer noch eine der besten Pfeifen, auch meiner Meinung nach. Also Top 5 muss die mit drin sein. Hätte ich mal drüber nachgedacht. Ja, und das, wobei sie 3 Jahre alt ist. Das sage ich heute noch und das finde ich so genial. Ich bin natürlich mega hyped, wenn irgendwann mal eine Edition 5 Lounge rauskommen wird. Da sind wir, denke ich, alle hyped drauf. Amen, amen, Daniel. Aber die 4er Lounge ist meiner Meinung nach eine der legendärsten Pfeifen, die jemals auf dem Markt war. Er hat Edition 3, 2 und 1 absolut in den Schatten gestellt und ich kann nur sagen, die darf auf keiner Liste fehlen. Ich wollte sie natürlich jetzt nicht immer wieder auf Platz 1 mitnehmen, aber man muss einfach sagen... und deswegen einfach einen neuen Rang erfinden, um sie wieder da reinzubringen. Perfekt, Daniel. Hat mit der Edition 4 Lounge einfach das Modell rausgebracht, was mich am meisten überzeugt hat von allen Produkten, die sie jemals auf den Markt gebracht haben und ich hoffe, dass die Edition 5 die Edition 4 auch nochmal in den Schatten stellt. Das wird mich auf jeden Fall auch freuen. Das waren meine Top 5 bzw. Top 6 besten... jetzt hat er sogar schon den Top 6 geändert. Pfeifen, die ich aktuell am meisten rauche, die mir am besten gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, wenn ihr eine Pfeife sucht aktuell noch. Natürlich bei allen, wie gesagt, ein Video auf unserem Kanal online klicken. Sind auch alles super Pfeifen. Ja, coole Pfeifen. Definitiv was Gutes ausgesucht, Herr Daniel. Kann man nicht meckern.